Ja, guten Tag aus Gutweiler. Vor mir steht Jens Hoffmann, Trainer der SG Niederköll. Ich glaube, wir haben einen denkwürdigen Nachmittag hier gesehen mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen. Leider nicht zu euren Gunsten ausgegangen. Wie hast du denn die 120 Minuten und das anschließende Elfmeterschießen erlebt? Wir haben es überlebt. Ich muss sagen, meiner Mannschaft mit absolut Riesenrespekt, wenn man bis zur 89 Minute 2-0 zurückliegt, dann noch bis zur Nachspielzeit noch 2-1, 2-2 macht, immer wieder reinkämpft. In der Verlängerung 10, 15 Minuten mit zwei Mann weniger auf dem Platz sind, weil zwei Verletzte nicht immer wechseln kann. Ich muss also sagen, der Mannschaft hat alles gegeben, alles da reingeworfen und dann ist halt dann nachher Pisch, dass er dann halt die Elfmeter nicht macht. Auch da mache ich keinem Spieler irgendeinen Vorwurf. Er hat sich direkt bereit erklärt, den Elfmeter zu schießen, hat Verantwortung übernommen und damit absoluter Respekt auch dafür noch meinen Spielern. Und ja, leider nur, kann nur einer aufsteigen, das ist dann heute leider der VfL Trier. Aber auch da herzlichen Glückwunsch, absolut dann auch verdient im Endeffekt. Trotzdem habt ihr ein richtig geiles Spiel abgeliefert, habt es bis zum Schluss offen gehalten mit wechselnden Führungen, gedreht das Spiel und wieder der VfL zurückgekommen. Das ist dann nur noch Nervensache auch, Elfmeterschießen, ne? Ja, genau. Und da haben sie halt die besseren Nerven gehabt, meine Jungs. Wie gesagt, kein Vorwurf, der Letzte geht ans Lattenkreuz, wenn er ein bisschen tiefer drin geht er vielleicht rein. Und dann ist das halt dann Glückssache im Endeffekt, wenn wir Elfmeterschießen auf die Nerven halten. Weil man hat am Anfang gemerkt gehabt, dass die Mannschaft ein bisschen verunsichert war durch die vielen Zuschauer, durch die lauten Sachen hier. Das hat man gemerkt, da konnte man das Spiel nicht aufziehen. Aber es wurde danach immer besser und dann hätten wir eigentlich auch den Sieg genauso verdient gehabt wie der Gegner auch. Also es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Ja. Was zieht er aus dieser Saison, die ja eigentlich auch sehr, sehr positiv war, nur den Lucky Punch hinten raus nicht gehabt habt? Dass wir genauso weitermachen und dementsprechend auch nächstes Jahr wieder von vorne angreifen und wollen auf jeden Fall nochmal hoch. Okay, danke Ihnen. Danke.